Die 90er Jahre strotzen nur so vor Kultsendungen. Doch wenn wir eine bestimmte nennen müssten, es wäre mit Sicherheit der Prinz von Bel-Air. Nicht nur der Titelsong der beliebten Sitcom bleibt uns auch nach 30 Jahren im Kopf. Nein, auch die Charaktere sind unvergessen. Kein Wunder, dass man sich da fragt, was machen die Serienstars eigentlich heute? Während Hauptdarsteller Will Smith durch die Sitcom wohl am bekanntesten geworden ist, sind nämlich einige dabei, die man heute nicht mehr unbedingt auf dem Schirm hat. So wie beispielsweise Philip Banks, der als Vaterfigur immer an Wills Seite gewesen ist. Onkel Phil wurde von James Avery gespielt, der in seinem Leben an ganzen 170 Produktionen beteiligt gewesen ist. Leider ist der Kultschauspieler 2013 aufgrund von Komplikationen bei einer Herzoperation verstorben. Im Zusammenhang mit Onkel Phil darf natürlich auch seine Serienfrau Vivian nicht fehlen, die von 1990 bis 1993 von Janet Herbert verkörpert wurde, bis ein Streit mit Will Smith und ihr Rausschmiss aus der Serie folgt. 17 Jahre lang wirft dieses Vorkommnis Schatten über die beliebte Sitcom, bis sich die beiden 2020 schließlich aussprechen und letztlich auch versöhnen. Janet Herbert hat nach ihrem Serienaus lediglich kleine Gastrollen gespielt. Für ihre Nachfolgerin Daphne Maxwell Reed läuft es nach Prinz Bel-Air deutlich besser. In ihren 60ern steht Daphne unter anderem für den Film The Business of Christmas vor der Kamera. Unvergessen bleibt natürlich auch Tatjana Ellie, die in ihrer Rolle als Ashley Banks die Zuschauenden verzaubert. Als Wills kleine Cousine hat sie eine tragende Position übernommen. In den letzten Jahren ist Tatjana besonders durch ihre Stimme aufgefallen und hat sogar eigene Alben veröffentlicht. Bereits in der Sitcom wurde ihr Gesangstalent deutlich. Der eigentliche Publikumsliebling ist aber mit Sicherheit Carlton gewesen. Alfonso Ribeiro, der die Rolle des Cousins innehatte, arbeitet bis heute als Schauspieler und Produzent. Er soll sich zudem immer noch sehr gut mit Will Smith verstehen. Als echte Prinzessin ist uns Hillary noch immer gut vor Augen. Die älteste Tochter der Banks-Familie wurde von Karen Parsons gespielt. Diese hat allerdings nie wieder so große Erfolge feiern können und steht genau wie Kollegin Jane Herbert lediglich für Gastrollen vor der Kamera. Denken wir an Prinz von Bel-Air, denken wir sofort auch an Jazz. Der Kumpel von Will ist auch nach Serienende immer in Kontakt mit dem berühmten Schauspieler. Die beiden haben sogar 5 gemeinsame Alben veröffentlicht. Naya Long, die in der Serie Wills Freundin spielt, ist mittlerweile mit dem ehemaligen Basketballspieler Ime Udoka verheiratet. Die New Yorkerin ist ganz schön erfolgreich und wirkt in einigen Serien und Filmen mit. Zu guter Letzt kommen wir noch zu Butler Jeffrey, der insbesondere durch sein loses Mund Werk auffällt. Gespielt wird er von Joseph Marcel, der mittlerweile Mitglied des berühmten Theaterensembles Royal Shakespeare Company ist. Was für eine bunt gemischte Truppe, die auch 30 Jahre nach dem Sitcom aus immer noch ganz schön beeindruckende Persönlichkeiten beherbergt.